Oder unseren Prinzen. Wenn die ihn umzingeln, aber das bringt denen nichts. Diebesgilde in Dublin. Brauchen wir nicht. Wir haben eine Diebesgilde, glaube ich, in Trim oder Downpatrick. Schwertschmiede-Gilde. Keine klingender Kampf. Okay, Downpatrick hat das. Wahrscheinlich haben wir in Derry. Die Biscuit ist in Derry. Deswegen brauchen wir unten keine. Ihr seht, dann belagert Dublin. Kein Problem. König Stenkill. Ist kostenfrei in der Garnison hier. Okay, aber König Stenkill macht das. Ich habe mich verklickt. Okay, aber das ist nicht schlimm, denn wir schicken diese Verstärkung darüber. Und dann geht das. Kein Problem. Die überrennen wir sowieso. Die haben sehr viele, also die könnte ich gewinnen. Dann macht König Stenkel was ganz anderes. Der sammelt sich hier wieder. Nee, der geht in Trim rein. Gut, dass wir ihn da hingeschickt haben. Weil bevor Trim angegriffen wird, kann er sich da ein bisschen aufrüsten. So. Das war alles geplant von mir. Genial. Wie weise ich doch bin. Ich merke es nicht mehr selber. Rundbericht. Der stärkste Seite sind wir. Unser Königreich besitzt nun die mächtigste Streitmacht der Welt. Während alle Truppen an einer Stelle versammelt, könnte niemand eine Armee in die Schlacht schicken und uns besiegen. Andere Herrscher sollten gut nachdenken, bevor sie uns verärgern. Da haben sie uns alle schon verärgert. Und wir sind das fortschrittlichste Reich. Ja, unser Königreich wird als das fortschrittlichste Reich der Welt angesehen. Kein anderes Volk kann eine derart so reichhaltige Kultur oder so viele weise Gelehrte aufweisen, um das Volk zu mehr Größe zu führen. Würden wir alle unsere Gelehrten an einen Ort führen, könnte kein anderes Land... Ah, schön. Charles, Belagerungsingenieur, fühlt sich geschätzt. Ja, okay. Bauberecht, die Kapelle. Speermiliz. Skade, fortgebildet. Okay. Wir machen mit denen irgendwas. Die können hier aber nicht durchbrechen. Die müssten an Lifford vorbei und dann uns da hinten angreifen. Der Prinz kam aber nicht weg, wegen Derry. Wir könnten vielleicht angreifen, aber ich... Sehr viele Nahkämpfer. Haben wir Fernkämpfer da? Auch nicht so viele, das wäre... Soll ich das wagen? Ist auch nicht sicher, ob wir das gewinnen. Weil da schwere Infanterie ist. Moire, das ist eine starke Infanterie. Dann noch Ulster Schwertkämpfer. Im Kavallerie. Aber die auch. Die ist uns... Der sind wir überlegen, das ist klar. Mit der Verstärkung aber vielleicht nicht. Ich warte auf der Brücke. Ist mir zu unsicher da. Der Prinz muss Derry verteidigen. Okay, das Schiff ist unterwegs. Er muss den König unterstützen, also die Flotte, die da ankommt. Ja, dann schicken wir die Armee weiter. Da fehlt mir ein General. Haben wir einen da? Manchester? Nee. Wo ist mein Spion? Komm, hopp. Oh. Die Engländer haben Probleme mit Wales. Na sowas. Ja, wenn da nur eine dritte Partei dazu käme. Das mit der Kräfteverteilung so komisch ist. 9 zu 5. Ich mach das mal automatisch. Klarer Sieg. Ja, was erwartet man auch? So, ausrauben nochmal 5000. So, Steinmauer, Schmied. Ein Kaufmann. Dann hätte ich hier gerne noch eine Stadtmiliz als Besatzung. Dann hätte ich gerne noch einen Hafen. Eine Rodung. Eine Mine. Ein Rathaus. Das Standardzeug. Okay, sehr schön. Das gefällt mir nicht mit dem Katapulten. Ja, das kriegen wir einfach so. Oder auch nicht. Knut Hildetand. Okay, zurück mit dir. Das wusste ich nicht, dass hier Rebellen sind. Ach, das ist Knut. Knut Hildetand. Der Hildetand.
Der hat mich verraten. Mit den schönen Truppen hier. Der sollte nicht Lanchester... Wann? Nee. Sollte Chester Lanchester erobern? Lancaster, nicht Chester. Ich glaube, der sollte... Irgendwas wollte er angreifen, aber dann hat er uns verraten. Egal, auf jeden Fall, meine Mission ist, ihn zu vernichten. Als Symbol, als Zeichen. Ich meine, wir sollten andere Länder mich respektieren, wenn sowas geschieht. Ungestraft. So, in Vic machen wir das hier. Aberdeen. Edinburgh. Auf normal. Da bauen wir mal ein Wirtshaus rein. So, dann, Charalise? Nee, was war das? Gut, wir sind so ewig weit hier weg. Mit der Kavallerie-Miliz. Ich würde gerne diese Stadt weiter ausbauen. Und das ist unser neuer Posten hier. Mit dem können wir eine Kanonenschmiede. Serpentinen, auf jeden Fall. Kanonenschmiede, hier kommen wir 5 Runden, dauert ewig. Aber, Serpentinen. Und eine Orgelkanone, die ist zwar nicht so gut, aber trotzdem. Wir können jetzt schon Orgelkanonen bauen. Hm. Sehr gut. Und dann noch eine Armbrustschützeneinheit. Dann bin ich zufrieden. Ja, okay. Das wird verteidigt. Hier müssen wir an der Küste schauen. Ork. Vielleicht können wir den König hier mitnehmen. Ja, der König wird sich zur Küste bewegen. Dann lassen wir Trim nicht... Genau, Trim wird jetzt eine eigene Armee hier aufstellen. Und zwar aus nordischen Schwertkämpfern, Wikingerräubern, Bauern, nee, nordischen Bogenschützen und irischen Knappen. Während sie für gewöhnlich als Knappen in Dienste des irischen Adels stehen, sind die Stallburschen selbst durchaus fähige Kämpfer. Auch ohne Steigbügel und Sattel zeigen sie großes reiterliches Können und ihre Speere werfen sie mit tödlicher Präzision. Und zwar sind sie flink, doch aufgrund ihrer nicht vorhandenen Rüstung meiden die Stallburschen den Nahkampf. Ich aber nicht. Ich weiß, dass ihre Stärke genau in diesem Bereich liegt. Und sie werden mich stolz machen. So, Trim wird natürlich gleich angegriffen. Nee. Okay, da muss Denkel das... Nee, nicht Denkel. Doch, Denkel haben wir nach Norden geschickt. Der ist jetzt bei Trim. Da muss der das lösen. Okay, die Armee bewegt sich weg. Wir können Lifford angreifen. Oh, das mache ich. Der Prinz hat endlich freie Bahn. Ein Deckergilde in York. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Das war mit den Truppenbewegungen, dass sie schneller sind oder so. Machen wir. 1000 in York. Bob. Zurück mit Lancaster. Oh, York geht's echt schlecht gerade. Was ist denn hier los? Egal, das kriegen wir hin. Achso, das wollte ich nicht. Bop, 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 bop. Fassen wir euch mal zusammen. Okay. Posten stört. Wir haben noch nicht so viele Leute da. Warte, wir haben einen Kaufmann hier, nicht wahr? Du handelst mit Silber. Bup. Kann er dich mit Fischen da handeln? Nee. Was ist denn da bitte passiert? Da war mal ein Hafen, ich erinnere mich. Es ist noch ein Fischerdorf, haben die ihn kaputt gemacht, oder wie? Egal, wir blockieren jetzt den nächsten von... East Angela. Norwich. Okay. Ist hier dumm belagert? Trim. Und ein Bericht. Baubericht. Orgelkanone ist fertig. So, Dublin hat ein Problem. Senken wir die Steuern. Ach. Der greift nicht Trim an, der greift... Ach. Ja, das passiert. Da greift man gerade mal die... belagert man die Festung Trim... Und da sagt der Hauptmann einfach, nö, ich hab keine Lust mehr. Gut, kein Problem. Dann kümmern wir uns um die Armee hier im Süden. Und da verschwindet er.
wird schlechter. Ihr kommt mit. Ihr kommt mit. Nach dem Weg. Kein Problem. Okay, dann, wie mache ich jetzt hier weiter? Ihr könnt ja mal kurz nach Dublin rein. Fassen wir mal wieder ein paar Einheiten zusammen. Bup, 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 bup. Sehr gut, könnt ihr auch rein? Nee. Müssen die aber auch nicht. Doch, die beiden müssen rein. Beziehungsweise eine davon. Und zwar die. So, kann ich die bitte fortbilden? Nee, kann ich nicht. Handrohrschützen. Denn diese Söldner gehen lieber mit dem komplexen Lundenschlossmechanismus um, als sich die harte physische Kondition als Bogenschützen zu erarbeiten. Bam. Die haben wir nur hier. Ich meine, die waren mal in Downpatrick oder in Derry. Nee, die waren nur in Dublin. Dublin, da wäre es kürzlich, oh Gott. Egal. So, König Stenkel auf Chef mit ihr. Das ist eine gute Truppe, wir brauchen mehr Nahkämpfer. Und zwar die hier. Aber Kanonen dabei. Zwei Stück, wunderbar. Wen können wir noch mitnehmen? Die und die. Mein König. Wir nehmen die Galogeles. Ja. Bam. Okay, der König ist bereit. Auf nach Cork. So, dann bauen wir hier eine neue Armee zusammen. Später. Wir könnten von Trim ein paar Leute rüberschicken. Ja, das geht noch. Und dafür bauen wir den hier eine Fruchtfolge, damit die mehr Essen haben. Okay, dann der Prinz Ulfedin. Er ist alt geworden, 28 schon. Verbraucht. Aber er wird jetzt Lefort angreifen. Eine Burg, das kriegt er hin. Das müssen wir nicht mehr selber... Obwohl, das ist König Domnall. Natürlich machen wir das. Das gebietet die Ehre. Wenn es um einen König geht, dann nehmen wir uns die Zeit dafür. Ist sowieso eine Burg, eine Reihe. Mehr müssen wir nicht. Ihr sollt die Siedlung einnehmen. Warum auch immer der König alleine dort ist. Aber egal. Die Ehre gebiert dem Prinzen ganz persönlich. So, Infanterie bitte mal aufstellen. So, bitte mal aufmachen. Danke. Schwer gepanzert. Schauen wir mal. Unser ist gerade mal 13, 16. Ja, noch nicht. Danke. Okay, wenn ich sehen. Okay, weil er nicht in Reichweite ist scheinbar. Oh, da fliegt ein Stein. Hallo, Stein. So, falls irgendwas schief läuft, kommen natürlich die hier mit. Ich mag sie, wie die aufgebaut sind. Ausgezeichnet. Prinz Ulfin macht mich stolz. Der König hat eine ganz schöne große Truppe da. 38 gegen 29. Ich hoffe, er schafft das.
Also, Infanterie kommt mit. Ein paar Schützen kommen mit. Falls irgendwas schief läuft. So, wie stark waren wir nochmal? Wir waren 13, 7, 16. Okay, 13, 7, 16. Okay, die ist ein bisschen schwächer. Aber nicht unbedingt viel. Ich weiß nicht mehr genau, welche Werte unser Prinz hatte. Ob er mehr Trefferpunkt aushält oder nicht. Aufstellen, danke. Okay, wagen wir es. Rein mit dir. Prinz gegen König. Ulfedin. Du schaffst das, hoffentlich. Ja, schöner Sturmangriff, der ist ja überhaupt nicht gelungen. So, wir müssen aufpassen, dass unser Prinz nicht stirbt. Er hat schon mal eine sehr schlechte Position. Aber er weicht langsam zurück, das ist in Ordnung. Er darf auch fliehen, aber das ist zwar schändlich, aber solange er überlebt, ist alles gut. Ist ein bisschen eingesperrt. Zieh dich mal hier ein bisschen zurück. Ich möchte nicht, dass er alleine gegen zigtausende da kämpft. Sieht er so ein bisschen umzingelt sein von seinen eigenen Leuten. Aber er schafft das nicht ganz. Ja, aber er ist noch nicht so verletzt, weil es nicht gut aussieht, da wo er, wie er hier eingesperrt. Normalerweise sieht man das. Die Rüstung färbt sich normalerweise immer blutrot. Ha! Huh. Und dann war er nicht gut. Kein würdiger Erbe. Selbstverständlich ist er nicht von reinem Blut. Nicht vom selben Blut wie die vom König. Nein! Er ist nicht der Sohn vom König. Das merkt man sofort. Natürlich muss der Sohn vom König, der einzige Sohn vom König, noch erwachsen werden. Aber die Zeit haben wir. Und wenn nicht so einen Ulfedin zum König krönen, sollte der König nicht mehr sein. Ein ehrenvoller Tod. Na, er hat sich ehrenvoll gestellt. Ganz gleich, wie dieser Mann sich zur Zeit seines Lebens verhalten hat, sein Tod kann nur als feige beschrieben werden. Schändlich hat er sich behauptet und sein Schicksal akzeptiert und so den Tod der Schande einer feigen Flucht vorgezogen, ja. Okay, dann schicken wir die restlichen rein. Rein mit euch. Normalerweise färbt sich die Rüstung immer so rötlich. Je verletzt in der Einheit war oder ist. Der geht zum Beispiel noch ganz gut. Das sieht man eigentlich bei so Generälen ganz gut. Ja, dem geht zum Beispiel super gerade. Der ist etwas angeschlagen, der ist hier rötlich, dem geht's auch nicht gut. Und darauf hätte ich eher gewartet. Bevor ich erstmal den Prinzen nach hinten ziehe, aber ein Schlag und der ist tot. Hm. Ja, wenn er da. Ja, der ist zum Beispiel rötlicher geworden. Ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn er so ausgesehen hätte, sofort zurückgezogen. Na gut, es hat irgendein Namenloser den König besiegt. Na gut. König Domnall. Gefallen.
Nun, ein Sieg, aber ja. Wer nicht stark genug hier ist, der stirbt halt. Es tut mir auch ein bisschen leid wegen dem Prinzen, aber... Ach. Ist ja so leicht. Ich brauche Generäle, die halt sehr viel aushalten können. Leopold konnte viel aushalten. Stenkel kann auch einiges aushalten. Der Prinz ja nicht. Ist aber halt ein Problem hier. Ohne General, das ist ein bisschen schwieriger. Aber das wird. So, Einheiten fortbilden. Können wir. Ja, können wir. Wir haben einen Platz frei. Das wird die Bauerneinheit. Warum nicht? Und da könnt ihr eine Fruchtfolge reinbauen. So, ich hoffe, die greifen nicht Derry an. Das wäre schlecht. Erotische Schwertkämpfer. Eigentlich könnten wir die hier reinstecken statt Bauern. Ja, wir schicken die Schwertkämpfer rein. Bup. So, die Stadt kann. Wie viele Mauern? 4. Ist schon voll, okay. Dann bauen wir hier eine Ortswache rein, damit wir eine bessere Infanterie haben. Ein ehrenvoller Tod, ganz gleich. Ja, ja, nee. Das war schlecht. Neue Erbe der Seite, Prinz Charles. Euer Volk freut sich an der Neuigkeit, dass dieser adlige Titel des Kronprinzen Erbe des Throns annimmt. Wenn Gott so es so will, wird er gelernt haben, wie er für die Führung des Volkes zur Größe... Was er braucht für die... Ja, genau. Wir wollen den aber nicht haben. Wir wollen warten bis... Thorgils Skaaning eben alt genug ist dafür. Er ist gerade mal 10. Ich hoffe, König Stenkel überlebt sehr lange, aber wir haben ja noch als Ersatz Prinz Charles halt. Der ist aber mehr ein Verwalter. Obwohl er auch kein schlechter General ist. Ah, wir wissen sogar, wer das ist. Der hat sich einen Namen, glaube ich, gemacht. Ja, ja, der hat sich einen Namen gemacht hier. Ist in Ordnung, dass der erstmal der Erbe wird. Wir ändern den aber später auf den Königssohn um. Ich hoffe, der wird gut. Okay, die Armee ist hier unterwegs. Trim wird das hier machen. Wir haben die Orgelkanone hier drin, das ist super. Die können wir vielleicht in Chester einsetzen. Warte, wir schicken mal die Highlander hier rüber. Dann haben wir diese Festung hier. Lincoln. Der Lincoln. Okay, das sind viele Truppen hier. Die Wales hat schon einiges an Einheiten da. Ich habe relativ wenig. Okay, aber warten auf die nächste Runde. Wir können auch mal die Steuern ein bisschen erhöhen. Obwohl, lieber nicht. Nicht, dass ich hier irgendwie Probleme bekomme. Derry könnten wir vielleicht erhöhen. Nee, auch nicht. Okay, nächste Runde. Entdeckergilde in Dublin. Bup. Ihr Stadt wächst, Edinburgh. Dann große Steinmauer. Sehr teuer. Obwohl nur 4800. Sehr. Nee. Teuer? Nicht sehr teuer. Oh, mein ehrenwertes Leben endet. Admiral Birger. Ja. Ja. Halbwegs ehrenvoll. Schon ehrenvoll. Er hat die Leute hier hin und her transportiert. Hat sich mit vielen Leuten angefreundet. Ist in Ordnung. Ist ein guter. Oh, Bündnis angekürzt. Wales mit England. Ist denn das passiert? Jetzt haben wir beide für hier. Okay, das ist schlecht. Ja. Erobern mal. Ah, das können wir nicht erobern wegen. Doch, können wir. Wo sind die Rebellen? Wo ist Knut hin? Okay, das ist nur ein Spion, das ist nicht schlimm. Es ist Haflidi.
Von Jillinge. Okay, wir brauchen aber Informationen über das. Nee, brauchen wir nicht. Wo ist König Stenkel? Da unten, okay. Der König. Warum habe ich diese kaputte Kavallerie dabei? Warte, zurück an die Küste. Die Kavallerie muss weg. Dublin mit dir und wir fordern dafür an, Handrohrschützen. Ja. Sehr gut. Dann nach Cork. So, wir brauchen mehr Informationen über, über das Gebiet von Cork. Sieht sicher aus. Ja. Oh. Obwohl, die Iren greifen das hier an. Nicht schlecht. Dann schicken wir mal unser Belagerungsgerät hier rüber. Ja, das kann erstmal da warten. Ich weiß nicht, soll ich die im Rücken angreifen, wenn die das erobern oder nicht? Aber ich schicke das wieder. Ja, wir warten noch, wie sich das entwickelt. Ja, können wir in Derry aber Schützen ausbilden? Nee. In Downpatrick. Ja, machen wir. Dann würde ich noch mehr ausbilden, und zwar in Perth. In Stirling. Warte, wie hoch ist die Mauer? 4. Dann können wir ein paar Stadtwachen reinhauen und Sperrmiliz. Bupp. Glasgow haben wir. Steinmauer auch ebenfalls 4. Wie könnten wir eigentlich zu den Schiffen darüber bringen? Mit anderen Worten, die Flotte kommt nach Norden. Wir schicken noch mehr Leute rüber. Und da kommt Stadtmiliz 4 Stück. So, Perth. Ambroschützenmiliz. Was haben wir hier? Schwertstabmiliz. Angriff 8. Gar nicht mal so hoch. Defensive 12. In Ordnung. Der Schwertstab ist eine einfache Stangenwaffe, bestehend aus einer Stange mit einem am Ende befestigten Schwertklinge. Wird diese einzigartige Waffe von Milizen geführt, die im Umgang mit ihr ausgebildet wurden, so bietet sie ihnen alle Möglichkeiten eines Schwertes, jedoch auf größerer Distanz. Ideal, um eine Stellung zu besetzen. Das Tragen von Rüstungen hilft zusätzlich, hätte das gedacht. Ich finde sie aber nicht stark. Ist halt eine Miliz. Heilenschwert kann man zum Beispiel 15 mit Ansturm 9. Okay, ist eine Zweihandwaffe, aber trotzdem. Obwohl, den Schwertstab auch. So, Inverness. Da haben wir eine Mauer von noch 4. Okay. Die bauen wir aber aus. Die wird dann auf 5. Dann können wir nochmal eine Sperrmiliz da reinhauen. Und dann bauen wir hier aus. Und zwar eine Taverne. So, das haben die sich da verdient. So, und York. Hört man den da weg? Danke. Wer ist denn das überhaupt? Ich bin nicht wegen einer Waffenruhe hier. Edmund der Geizige. Ich bin fast versucht, ihm eine reinzuhauen. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Sherwood-Bogenschützen. Warte, wo ist mein General? Dichter. Kann ich Dichter rausschicken? Walisische. Langbogenschützen. Fernkampf 6 ist viel zu niedrig. Walisische Blinker 9. Noch eine Orgelkanone. Das mache ich lieber. Wir bauen immer noch die Kanonenschmiede hier. Eine Burgbibliothek. Ja, das kannten wir schon. Ein Schmied könnte er danach noch einsetzen. Okay, dann warten wir, bis der König darüber zieht. Wie ich in Lifford umgehen, ist schwierig. Das sind zwei Armeen im Süden und eine im Osten. Die Kraft auf dem Wasser, die ist auf einer Brücke. Venetas erobert. Sollen wir nicht mehr Belagerungsgeräte herstellen? Mehr Katapulte wäre eigentlich nicht schlecht. Aber Katapulte ist nicht gut. Ich würde lieber von Glasgow ein paar Bombarden anfordern oder Castletown. Nee, können wir nicht einen Downpatrick im Bayer stellen? Nee. In Trim auch nicht, in Dublin auch nicht. Okay, dann bauen wir ein paar Bombarden in. Nee, brauchen wir nicht irgendwo welche gehabt? Nee, wir bauen welche in Glasgow. 1, 2, 3. So. 2 reichen eigentlich schon. Ja.
Die schicken wir dann später rüber. Wenn das Schiff hier... Ja, das kommt gerade dahin. Dann schicken wir die Ambroschützen. Ambroschützen, ich kann kaum noch reden. Die schicken wir dann mit nach Derry. Im Norden von Derry können wir ein paar Infanterienatten ausbilden. Die kommen dann auch mit in Arran. Bauen wir mal die Holzmauer endlich mal. Die können wir nicht mitschicken. Wirtshaus. Nee, eine Stadt gerade. Die bringt auch Sicherheit mit rein. So. Ja, die greifen Derry an. Es war nur ein Trick. Die wollten, dass wir denken, sie greifen diese Befestigung an.